Ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Apollo Justice, Ace Attorney. Ich habe euch den Tipp gegeben, dass es hier einen Widerspruch gibt. Aber was ist er genau? Wir präsentieren das erste Tatortfoto. Einspruch! Herr Wright, darf ich? Ja? Sehen Sie sich das Foto vom Tatort an. Sehen Sie das Opfer hier? Es trägt einen Hut. Ich denke nicht, dass Sie Blut auf seiner Stirn gesehen haben konnten. Guter Einwand. Justice, wenn Sie das nächste Mal eine Ungereimtheit aufzeigen, dann bitte mit etwas mehr Elan. Herr Wright, können Sie das dem Gericht erklären? Ich habe vergessen, etwas zu erwähnen. Ich war derjenige, der ihm den Hut aufgesetzt hat. Hä? Sie... Sie haben dem Toten den Hut aufgesetzt? Er hatte ihn während des ganzen Pokerspiels auf. Als ich die Polizei gerufen hatte und wieder ins Zimmer kam, war sein Kopf entblößt. Kahl und glänzend, so wie auf dem Foto. Und? Ich habe den Hut vom Boden aufgehoben und auf seinen Kopf gesetzt. Warum haben Sie das getan? Alles, was ich dazu sagen kann, ist, es tut mir leid. Aber das war das Einzige, was ich am Tatort berührt habe. Also, hat ihn Frau Olli nicht gesehen? Mit ihm meinte ich, den Kopf des Opfers. Ich denke nicht, sie war völlig weggetreten. Ich denke, ich war der Einzige, der seinen Kopf gesehen hat. Geht das schon wieder los. Herr Garvin? Pardon. Es sieht ganz so aus, als wolle sich unser Mandant durch diesen Fall hindurchlügen. Hey, er ist immer noch unser Mandant, oder? Ich denke, wir haben genug davon gehört. Herr Garvin? Die Aussage des Zeugen ist eher ein Travestie. Sie ist mit Lügen gespickt. Ich verstehe. Baba. Oh mein Gott, Frosch im Hals, sorry. Ich verstehe langsam, wie Sie Ihre Anwaltsmarke vor 7 Jahren verlieren konnten. Nun, Sie haben eine einmalige Art, Ihre Mandanten zu bedrohen, Christoph. Das ist mir neu. Ich dachte, Sie hätten den ersten Stein geworfen. Herr Wright, das ist Ihre Chance, die Wahrheit über diesen Fall zu erzählen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe hier keine einzige Lüge erzählt. Hä? Ich habe die Falle bemerkt und die Karte in die Flasche gesteckt. Und dann habe ich dem Opfer den Hut auf den Kopf gesetzt. Alles aus einem Grund. Ein Grund? Dieser Grund befindet sich genau hier. Ihr Handy? In jener Nacht. Wie Sie wissen, sprach ich nach dem Anruf bei der Polizei mit Anwalt Garvin. Ich habe unser Gespräch vorsorglich aufgenommen. Was soll das? Da wir uns alle hier befinden, sehe ich keinen Grund, es nicht vor Gericht abzuspielen. Christoph, scheint, als hätte ich da ein kleines Problem. Was ist los? Läuft das Spiel nicht gut? So etwas in der Art. Dieser Gentleman, der dich herausgefordert hat, ist er etwa gut? Er ist tot. Jemand hat ihm eine kräftig übergezogen. Du meinst wohl, jemand hat ihm seine makellose Glatze aus Knochenporzellan poliert? Du warst es doch nicht, oder? Ich? Ich bitte dich, die Polizei sollte jede Minute hier sein. Mein Schicksal liegt in deinen Händen, sollte es darauf ankommen. Knochenporzellanplatte? Eine Art Porzellan, sehr glatt und glänzend und nicht Platte, sondern Glatze. Ich glaube, er bezog sich auf die lichte Stirn eines gewissen Gentlemans. Das Gericht schätzt die Diskretion des Angeklagten bezüglich meiner Stirn. Sekunde, irgendetwas stimmt nicht mit diesem Anruf. Also, nachdem Herr Garvin mit Ihnen zu Abend gegessen hatte, verließ er den Bordspot? Ziemlich wahrscheinlich. Wie konnte er es dann wissen? Wann hat er dann diese Knochenporzellanglatze gesehen? Oh, richtig! Ja, das war der Augenblick, in dem ich meinen guten Freund in einem anderen Licht sah. Beunruhigt kehrte ich zum Tatort zurück. Und als ich Herrn Smiths Kopf wieder sah, wurde mir bewusst, was falsch war.
Nun, Herr Garvin, die Bühne ist vorbereitet. Vielleicht wollen Sie das dem Gericht erklären? Woher genau stammte Ihr privilegiertes Wissen über den Kopf des Opfers? Das ist also Ihr Grund. Das ist der Grund, warum Sie dem Opfer den Hut wieder aufgesetzt haben. 1-0, Herr Garvin? Wie konnten Sie mir so etwas antun? Gerade Sie, Phoenix Wright. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Herr Payne! Ja, Euer Ehren? Ich denke, dem Gericht bleibt keine Wahl. Sind Sie bereit, die Aussage des Strafverteidigers Garvin zu hören? Hä? Nun, ich als Staatsanwalt... Sehr gut, wir machen eine 10-minütige Pause. Danach wird Herr Garvin den Zeugenstand für das Kreuzverhör betreten. Haben das alle verstanden? Verstanden, Euer Ehren. Sehr gut, das ist die letzte Unterbrechung für heute. 20. April, 14.32 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Herr Garvin und Herr Wright sind beide im Büro des Richters. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag kommen würde? Darf ich? Hallöchen. Was? Hallo, ziehen Sie eine Karte. Irgendeine Karte. Was soll das Ganze? Ist die okay? Exzellent. Ich habe eine Nachricht für Sie. Das letzte Blatt wird gespielt. Sie brauchen einen Trumpf, um zu gewinnen. Ein Trumpf? Die Karte, die Sie gezogen haben, ist magisch. Setzen Sie sie weiser ein und gewinnen Sie. Das ist alles. Ein Ass? Woher kenne ich diese Karte nur? Blatt von Herrn Smith mit 3 Asse und Blatt von Herrn Wright mit 2 machen 5 Asse. Sein wahr, haben gesehen, 5. Ass. Es ist ein Betrug, ich schwören. Das verschwundene 5. Ass. Warte, dieser rote Fleck, ist das Blut? Das ist Ihr Trumpf. Jetzt müssen Sie vom Stapel abheben und die Wahrheit ziehen. Das Schicksal meines Vaters liegt in Ihren Händen. Diese Karte mit dem Blutfleck ist mein Trumpf, um die Wahrheit zu finden? Wir hinterfragen das immer einmal gar nicht. Ich bin tief in Gedanken und mein Geist versucht, das alles zu begreifen. Das Mädchen, ich habe sie kürzlich gesehen, aber wo? Ich weiß, das ist... Blutiges Ass, zur Gerichtsakte hinzugefügt. Na, ich will's mir angucken. Darf ich's mir nicht angucken? 20. April, 14.45 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. So, jetzt darf ich's mir angucken. Blutiges Ass, von einem geheimnisvollen Mädchen erhalten. Ist dies das fehlende 5. Ass? Das Gericht tritt wieder zusammen. Strafverteidiger Christoph Garvin, würden Sie bitte in den Zeugenstand treten. Nun, Sie sind dran, Herr Payne. Ja, Euer Ehren. Herr Zeuge, würden Sie bitte Ihren Namen und Beruf nennen? Der schwitzt schon eine ganze Weile, der Herr Payne. Ist diese Farce notwendig, Euer Ehren? Glauben Sie mir, in diesem Gerichtssaal sind weitaus seltsamere Dinge geschehen. Gut, ich spiele das Spielchen mit. Als erstes gibt es eine Sache zu klären. Woher kannten Sie das Geheimnis des Opfers unter dessen Hut? Mit Geheimnis meint er wahrscheinlich Herrn Smiths Glatze. Verzeihen Sie meine Neugier, aber was ist mit dem Kopf des Kerls eigentlich los? Euer Ehren scheint ein übermäßiges Interesse daran zu haben. Einspruch! Jo, Phoenix, was machst du da? Ich würde es nicht übermäßig nennen, Herr Garvin. Herr Wright? Was wollen Sie jetzt wieder, Wright? Betrachten Sie mal die andere Seite. Du weißt, was ich meine, Apollo? Apropos betrachten, es gibt da eine Sache, die wir bedenken sollten. Das Opfer trug den Hut die ganze Nacht über und nahm ihn nur ein einziges Mal ab. Das eine Mal, das war der Augenblick, in dem er getroffen wurde. Oh, oh!
Nachdem Herr Wright von seiner Berichterstattung zurückkam, lag der Hut am Boden. Herr Wright hob ihn auf und setzte ihm den Opfer auf den Kopf. Mit anderen Worten, um Herrn Smiths Glatze überhaupt sehen zu können. Hätte man am Tatort sein müssen, zum Tatzeitpunkt. Mit anderen Worten, man hätte der wahre Mörder sein müssen. Das wollen Sie damit sagen? Nicht schlecht, Apollo. Herr Garvin? Ich fürchte nur, dass ich dem Gericht gegenüber nicht ganz ehrlich gewesen bin. Was? Oh, ich versichere Ihnen, ich habe nur die besten Absichten gehegt. Ich habe alles zum Schutz meines Mandanten, Herrn Wright, getan. Angesichts der gegenwärtigen Situation sehe ich kaum einen Grund, etwas zu verheimlichen. Nun gut, erlauben Sie mir, die Wahrheit über jede Nacht zu berichten. Endlich! Fangen Sie mit Ihrer Aussage an. Was hatten Sie mit den Ereignissen jener verhängnisvollen Nacht zu tun? Zeugenaussage. Jene verhängnisvolle Nacht. Der Zorn des Mannes in jener Nacht beunruhigte mich, also ging ich wieder in den Club. Ich ging runter in den Keller und spähte durch das kleine Fenster ins Geheimzimmer. Das muss unmittelbar nach dem Mord gewesen sein. Das Opfer war tot, so wie es auf dem Foto aussieht. Ein Glatzkopf, ein Mädchen ohne Bewusstsein und Wright mit einer Flasche in der Hand. Ich merkte, dass ich dort fehl am Platz war, deshalb bin ich weggegangen. Genau in dem Moment bekam ich den Anruf von Wright. Nun, dann waren Sie also Zeuge des Mordes? So oder so, den eigentlichen Moment der Tat habe ich verpasst. Herr Garvin, bedenken Sie, dass Sie einer der Verteidiger von Herrn Wright sind. Ihre Aussage ist eindeutig zum Nachteil Ihres Mandanten. Was soll ich denn sonst sagen? Schließlich bin ich doch im Zeugenstand. Genau, Herr Garvin. Sie mussten so aussagen, wie Sie es gerade taten. Sie mussten aussagen, dass Sie den Tatort durch das kleine Fenster sahen. Herr Wright? Sie mussten das sagen. Denn das war die einzige Möglichkeit, nicht wahr, Apollo? Oh! Herr Wright, die Verteidigung sollte das Kreuzverhör führen, nicht der Angeklagte. Herr Justice, sind Sie bereit? Ja, Euer Ehren. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen Herrn Garvin antrete. Dieser Prozess wird immer verrückter. Kreuzverhör. So, dann greifen wir mal hier an. Moment mal! Jener Mann, Sie meinen Herrn Smith? Er war anders als die anderen Kunden. Seine Aura war es, könnte man sagen. Ich wusste, dass er ein ernstzunehmender Pokerspieler war, aber es war mehr als das. Dann wussten Sie über die wahre Natur des Jobs Ihres Mandanten Bescheid? Natürlich. Ich wusste auch, dass er nicht in illegales Glücksspiel verwickelt war. Nun, es ergibt Sinn, dass er es wusste. Schließlich waren Sie befreundet. Aus Sorge um meinen Freund bin ich zurück in den Club gegangen. Sehen Sie, ich befürchtete, dass Herr Smith eine alte Rechnung begleichen wollte. Verstehe, was ist dann passiert? Moment mal! Das kleine Fenster. Sie meinen das Fenster, durch das die Treppe nach oben beobachtet werden kann? Ja, ein Relikt aus alten Zeiten. Die Schwarzhändler benutzen es, glaube ich. Warum haben Sie sich die Mühe gemacht, durch das Fenster zu spähen? Wäre es nicht leichter gewesen, einfach die Tür zu öffnen und hineinzugehen? Ich wollte Herrn Wright nicht verärgern, verstehen Sie? Herrn Wright nicht verärgern? Ja, was wäre denn gewesen, wenn meine Befürchtungen unbegründet gewesen wären? Dann wäre ich mitten in Ihr Spiel hineingeplatzt. Ganz schlechter Stil, milde gesagt. Bis jetzt ergibt alles Sinn, was er sagt. Moment mal! Woher wissen Sie, dass es unmittelbar nach dem Mord war? Aber, kein Grund gleich laut zu werden, Justice. Zu diesem Teil meiner Aussage wollte ich mich gleich äußern.
Ah, jetzt zeigt er sich. Der coolste Verteidiger im Westen, wie wir ihn lieben. Selbst wenn er im Zeugenstand steht, manches ändert sich einfach nie. Ich hatte auch befürchtet, sie hätten sich geändert, Wright, aber dem ist nicht so. Sie und ihre anmaßende Persönlichkeit. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Das können wir übersehen und da werden wir es weiter angreifen. Moment mal. Die drei waren die einzigen Personen am Tatort? Ja, zumindest die einzigen, die ich gesehen habe. Dann sind wir jetzt wieder genau da, wo wir angefangen haben. Der Angeklagte Phoenix Wright war der Mörder. Wer käme denn sonst in Frage? Aber warum haben Sie nicht mit der Polizei gesprochen? Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe den Mord selbst nicht gesehen. Zweitens, meine Kanzlei wurde mit der Verteidigung von Wright beauftragt. Auch nachdem ich das gesehen hatte, konnte ich meinen Freund nicht im Stich lassen. Einspruch! Zum Zeitpunkt des Mordes muss auch eine andere Person dort gewesen sein. Justice, ich habe gerade gesagt, dass ich niemanden gesehen habe. Keine Seele. Aber das widerspricht dem, was Herr Wright gesagt hat. Ach ja, diese mysteriöse vierte Person. Die praktischerweise der wahre Mörder sein soll, nehme ich mal an. Schön, dass wir uns einig sind, Herr Garvin. Dann lassen Sie mich eine Frage stellen. Sagen Sie mir, welchen Grund hätte der wahre Mörder gehabt, Karten des Opfers auszutauschen? Vielleicht können Sie uns einen Grund nennen, warum das nötig gewesen wäre? Wie soll ich etwas vorlegen, das ich nicht finden kann? Denk nach, Apollo. Die ausgetauschte Karte war das fünfte Ass. Das fünfte Ass, richtig. Nun, Herr Justice, es wurde die Frage gestellt, warum der Mörder die Karte hätte austauschen sollen. Können Sie einen Grund dafür aufzeigen? Wir zeigen einen Beweis. Jetzt oder nie. Die Verteidigung würde dem Gericht gerne einen Beweis vorlegen. Ein Beweis, der den Grund zeigt, warum eine Karte ausgetauscht wurde. Nur zu, nennen Sie uns diesen Grund, Herr Justice. Warum hat der Mörder das fünfte Ass mitgenommen? Ja, diesen Beweis besitzen wir. Welcher ist es? Die Lösung gibt's im nächsten Part. Bis dann.